Ja, herzlich willkommen und ein wunderschönes Hallo an alle, die zuhören. Mein Name ist Sebastian Flack. Ich bin Berater, Dozent und Coach, arbeite in Bochum und ich habe immer wieder mit Menschen zu tun, die vor vielen Herausforderungen, größeren und kleineren Problemen stehen oder Themen, die sie beschäftigen, bearbeiten müssen. Heute soll es diesbezüglich um eine kleine Anleitung gehen, wie man solche Themen angehen kann, wie man die bearbeiten kann. Und ich habe hier mal das Ganze zusammengefasst in Problemlösung, 12 einfache Schritte für den Alltag. Als allererstes, wenn ihr vor irgendwelchen Herausforderungen steht, gilt es erstmal so ein bisschen, sich in Ruhe hinzusetzen, zu fühlen und zu überlegen, okay, worum geht es denn genau? Was empfinde ich genau? Wie stark ist die Empfindung? Also ist das irgendwie, seid ihr ängstlich, zornig, irgendwie verzweifelt und vielleicht auch, wie stark ist die Ausprägung? Also bei dem allerersten Schritt, das Fühlen, was empfinde ich, wenn ich an die Situation und an das Thema denke? Das kann ja ganz unterschiedlich sein, ob ihr in einem Job seid, den ihr nicht so gern mögt, ob ihr irgendwie einen Konflikt mit jemandem habt oder ob ihr vor schweren Entscheidungen im Leben steht. Das ist ganz unterschiedlich. Und da gilt es im ersten Schritt erstmal zur Ruhe zu kommen und in sich reinzuhorchen und zu fühlen, was genau empfinde ich bei dem Thema, bei der Situation, wenn ich daran denke, wenn ich drüber nachdenke, eine längere Zeit und auch versuchen, diese Gefühle, diese Empfindung zu benennen und auch ein Stück weit zu gucken, okay, wie stark sind die denn? Als zweiten Schritt ist dann so ein bisschen die Frage, das Thema ein bisschen einzugrenzen und abzugrenzen, sichtbarer zu machen. Also die Frage sich zu stellen, was genau ist denn das Thema? Also zu versuchen, genau zu benennen, zu definieren, was die Situation ist, was das Problem ist, die Facetten, die verschiedenen Aspekte zu beschreiben und das ein Stück weit vielleicht für sich besser greifbar zu machen und vor allem auch von anderen Themen abzugrenzen. Im dritten Schritt ist natürlich immer die Frage, wer hat das Problem? Also betrifft das nur euch selber? Müsst ihr das nur mit euch ausmachen? Oder gibt es noch andere Personen, die da mit involviert sind? Oder auch mehrere Personen, Unbeteiligte. Also versucht diesen Personenkreis, das Wer auch genauer zu definieren und zu überlegen, wer da alles beteiligt ist, wer handeln kann, vor allem auch in diesem Aspekt, wer vielleicht auch handeln sollte und wer auf jeden Fall handeln muss, um hier ein Stück weit das Ganze ja, zu bearbeiten oder überhaupt anzugehen. Also auch hier gilt es, grenzen Sie das ein bisschen ein und voneinander ab in der Frage, wer genau hat das Thema, wer genau ist in der Situation, wer genau steht vor der Herausforderung. Dann die nächste, was will ich in der Sache? Also nicht nur das Thema benennen, wer es hat, sondern auch, was genau soll das Ergebnis sein? Was wollt ihr genau ändern? Vor allem, was wollt ihr nicht? Und wie genau sieht die Veränderung vielleicht aus? Soll es nur ein Jobwechsel sein? Wenn ja, vielleicht auch mit welcher Perspektive? Also auch hier genauer zu definieren, das Was, weil oftmals sind solche Sachen, hat man solche Sachen ja, solche Probleme im Kopf, denkt viel über Sachen nach, kann vielleicht nicht schlafen. Und da hilft es immer, das auch natürlich genauer zu definieren, vielleicht auch die verschiedenen Aspekte aufzuschreiben und sich genauer zu überlegen, was will ich in der Sache, was genau muss ich verändern, damit sich eventuell dieses Problem lösen kann und ihr einen Schritt weiterkommt für euch und nicht mehr so viel Energie da rein investiert, weil ihr so viel darüber nachdenkt und sich die Sache nicht verändert. Schritt 5,
Welche Abhängigkeiten bestehen? Gibt es mehrere Themen und wie hängen diese zusammen? Das ist ganz oft mal aus meiner Erfahrung, spielt das eine Rolle bei finanziellen Fragen, wenn es vielleicht auch um Schulden geht, wenn es um Jobs geht, wenn man zum Beispiel abhängig ist von bestimmten Dingen. Und hier die Frage, welche Abhängigkeiten bestehen und wie sind die Abhängigkeiten miteinander verknüpft? Also neben dem Was und Wer auch ein Stück weit, wie ist das verbunden und gibt es nicht, vielleicht nicht nur materielle Abhängigkeiten, sondern auch emotionale Abhängigkeiten. Schritt 6 wäre dann die Frage, wie viel Kraft wollt ihr einsetzen in der Sache? Also wie, vielleicht auch wie wichtig ist euch das Thema? Wie sehr beschäftigt euch das Thema? Wie viel Energie habt ihr vielleicht auch schon da reingesteckt oder wollt ihr noch da reinstecken, um es wirklich zu lösen? Also das ist auch so eine Frage. Oftmals denken die Leute natürlich viel über Sachen nach und es beschäftigt sich viel, aber es reicht noch nicht, um irgendwas, um zu handeln, um auf diese Handlungsebene zu kommen. Also hier die Frage sechstens, wie viel Kraft wollt ihr wirklich einsetzen? Wie viel seid ihr bereit? Wie weit wollt ihr gehen, um etwas zu verändern? Und wo sind natürlich auch eure Grenzen? Bei dem siebten Punkt geht es dann ein bisschen um einen externen Faktor, weil oftmals könnt ihr vielleicht auch gar nicht Sachen alleine lösen und seid auf Unterstützung, Hilfe durch vielleicht Freunde, Familie oder externe Berater oder sonstige Organisationen angewiesen, die euch bei der Umsetzung, bei der Unterstützung helfen. Also hier die Frage, wie viel Hilfe, wie viel Unterstützung braucht ihr, brauche ich bei der Umsetzung? Und wie genau sieht diese Unterstützung aus? Im Schritt 8 kommt es dann ein bisschen, wenn ihr das Ganze mal für euch so greifbar gemacht habt, mit wer, welche Abhängigkeiten, welches Thema, wie viel Unterstützung, natürlich auch so ein bisschen das zu planen, so ein bisschen zu ordnen nochmal und zu versuchen, die einzelnen Schritte, die Aspekte zu priorisieren und die Schritte zu versuchen zu planen nach Wichtigkeit und Dringlichkeit zu ordnen. Also welcher Schritt kommt vor welchem, um das Ziel zu erreichen. Also ihr nehmt das Thema, die vielleicht Notizen, die ihr euch gemacht habt, die Überlegungen, die ihr gemacht habt und versucht das ein bisschen zu priorisieren, einzuordnen und für euch eine Art, ja, einen Plan festzulegen, eine Art To-Do zu machen, an der ihr euch orientieren könnt und um möglicherweise dieses Ziel zu erreichen und das Thema für euch zu bearbeiten. Schritt 9 ist dann so ein bisschen so eine soziale Komponente, die euch vielleicht helfen kann, dass ihr das auch umsetzt. Ne? Ihr kennt ja den Klassiker, Leute. Es ist Silvester und Leute sagen sich, ja, jetzt fange ich endlich mit Sport an und dann gehen sie irgendwie zweimal hin und es passiert nichts. Da ist immer die Sache, ihr könnt Leute beteiligen, also erzählt Personen davon, natürlich vielleicht auch, wenn es ein sensibles Thema ist, Leuten, denen ihr vertraut, macht vielleicht mit denen irgendwelche Absprachen mit irgendwie, ja, lass uns doch alle 4 Wochen mal deinen Plan angucken, wie weit du gekommen bist, oder lass uns so ein bisschen so ein kleines Update machen, um einfach zu sehen, okay, tut sich da was, muss man vielleicht ein bisschen nachjustieren und natürlich, wenn ihr es Personen erzählt, die daran beteiligt, dann untermauert ihr natürlich auch ein Stück weit die Ernsthaftigkeit, also wie wichtig, da sind wir auch ein bisschen wieder bei der Kraft, man könnte auch sagen, wie ernst ist euch die Sache. Und ihr untermauert das ein bisschen und erhöht auch vielleicht so ein bisschen den Druck auf euch selber, das jetzt zu machen, weil ihr natürlich mit der Person zum Beispiel eine Abmachung gemacht habt, um dann ihr vielleicht auch zu sagen, okay, ich bin jetzt schon einen Schritt weitergekommen. Also die Beteiligung von externen Personen, aber auch vielleicht Personen aus der Familie oder Freunden, mit denen ihr diesen Plan, den ihr vielleicht gemacht habt, mal durchgeht. Ja, dann kommt der wichtigste Schritt. 10, die Handlungsebene. Also ihr nehmt euch euren Plan. Am besten habt ihr vielleicht
zu Hause auch so ein großes Whiteboard, wo ihr auch immer das mal aufschreiben könnt. Also das nochmal visueller greifbar zu machen für euch, was ihr auch in eurem Zimmer habt, wo ihr nicht dran vorbei könnt und das immer da ist. Und im Schritt 10 versucht ihr, mit euren zur Verfügung stehenden Mitteln, Ressourcen, die Realisierung eurer Schritte, eurer To-Dos, eures Planes, den ihr euch bei diesem Thema gemacht habt. Im Schritt 11 geht es dann ein Stück weit um die Kontrolle. Also ihr könnt zum Beispiel mit der Person zusammen, die ihr euch ausgesucht habt, das überprüfen oder wenn ihr irgendwie einen Berater, eine Beraterin habt, mit der das in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen vereinbaren und überprüfen, damit ihr so ein bisschen eine Kontrollfunktion habt. Also ihr überlegt euch in einem gewissen Turnus eine Kontrolle, möglicherweise auch eine gewisse Dokumentation, wenn es jetzt um einen Job geht. Wenn ihr sagt, okay, ich möchte mir einen anderen Job suchen, dann stellt sich ja die Frage, was heißt das genau? Welcher Job ist das? Bis wann wollt ihr diese Ziele erreichen? Wie viele Bewerbungen schreibt ihr zum Beispiel in der Woche? Und dann wäre die Kontrollfunktion, ja, ich gucke mir sonntags an, okay, habe ich mein Ziel erreicht, 3 Bewerbungen die Woche zu schreiben? Habe ich vielleicht meinen Lebenslauf fertiggestellt? Habe ich den Lebenslauf der Person zur Kontrolle geschickt, dass sie nochmal drüber gucken kann und mir vielleicht auch nochmal Feedback gibt. Also ihr versucht euch selber eine Art in eurem Plan, eine Art Kontrollmechanismus einzubauen und vielleicht auch ein bisschen, das muss nicht täglich sein, aber vielleicht macht einmal oder alle 2 Wochen Sinn, das zu dokumentieren und ein bisschen auch diesen Prozess der Bearbeitung des Themas, des Angehens des Themas sichtbarer zu machen und mit ein bisschen Kontrolle zu untermauern mit der Person zusammen, damit hier die Erfolgschancen einfach erhöht werden. Ja, und wenn ihr das gemacht habt und ein bisschen eine Zeit vergangen ist, dann geht es wieder zu dem letzten Schritt. Man hätte auch sagen können, 11 Schritte, aber dann geht es eigentlich wieder zum Anfang, dass ihr wieder überlegt, okay, was hat sich denn verändert, was hat sich verbessert, ist eine Veränderung spürbar, sichtbar, messbar, erlebbar. Nehmen vielleicht andere Leute, die Person eures Vertrauens, diese Veränderung wahr? Und ja, was genau hat sich denn in eurem Leben geändert? Also ihr geht wieder ein Stück weit zurück zum Fühlen, wie es euch vielleicht auch jetzt damit geht, mit dieser Veränderung und habt damit so auch ja ein bisschen einen Plan ja für den Alltag, wie ihr das umsetzen könnt, wo ihr euch so ein bisschen langhangeln könnt. Und ich denke, das war's für heute. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, Anmerkungen, gerne in die Kommentare oder ihr könnt mich auch direkt anschreiben. Ich freue mich, wenn ihr das mal ausprobiert. Vielleicht klappt das ja auf einer kleineren oder auch größeren Ebene. Und gebt mir doch Feedback, lasst mir Kommentare da. Vielleicht auch mit einem konkreten Beispiel, wie ihr es gemacht habt. Ich freue mich drauf und wünsche euch noch einen schönen Tag. Humanistische Grüße und bis zum nächsten Video.